Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück in Herschbach. Und heute sind wir in der Orgel unterwegs. Wir müssen mal gucken, ob wir noch Zeit am Ende für ein kleines Stückchen haben, weil eigentlich haben wir gleich Abendmesse und wir haben ein paar kleine Problemchen mit der Orgel. Eigentlich nichts Neues, aber ich wollte auch die Gelegenheit nehmen, um euch jetzt die Innereien erstens vom Spieltisch und dann ein bisschen auch von der Orgel zu zeigen. So, hier haben wir den Spieltisch aufgemacht von hinten. Also auf der anderen Seite sind natürlich die Tastaturen und die Register und so weiter. Und ich wollte jetzt schnell alles mal hier durchschauen, bevor der Orgelbauer demnächst vorbeikommt. Wir haben ein paar kleine Probleme mit der Orgel, also ganz langweilige Sachen. Zum Beispiel das Schloss, wo man den Spieltisch zumacht, ist irgendwie kaputt momentan. Der Schlüssel bewegt sich gar nicht, irgendwas ist da geklemmt und das kriegen wir nicht geregelt. Das heißt, die Orgel bleibt die ganze Zeit offen momentan, was nicht wirklich sehr gut ist, weil die Kirche ist auch meistens offen. Das hätte ich jetzt vielleicht nicht sagen sollen, sonst kommen ganz viele Besucher und wollen die Orgel ausprobieren. Naja, bitte nicht. Nur nach Absprache mit dem Organisten, bitte. Naja, wie gesagt, und ich wollte alles schnell mal durchgehen, bevor der Orgelbauer zu uns kommt, falls es andere kleine Probleme geben sollte. Und jetzt machen wir das schnell, bevor die Messe gleich anfängt. Hier sind wir dann hinter dem Spieltisch, im Spieltisch sozusagen. Und ich wollte euch zeigen, wie ein elektrischer Spieltisch aussieht und was dann gleich in der Orgel tatsächlich passiert. Das ist hier, diese Kombination nennt man elektropneumatisch. Die Verbindungen zwischen Tasten und Register zur Orgel oder zu den Innereien der Orgel ist dann elektrisch und ab dort mit Wind und zu den Pfeifen selber ist dann alles pneumatisch geregelt. Wie funktioniert das Ganze? Also ich werde nicht in der Orgel alles auseinandernehmen, weil das wäre sehr gefährlich und dann mache ich mehr kaputt, als gut ist. Aber ich kann euch so ein bisschen zeigen, wie das funktioniert. So, den Spieltisch kennt ihr natürlich normalerweise von dieser Seite. Also mit den Registern hier, die normalen Register und auch die zwei freien Kombinationen, die zwei Manuale und natürlich unten Pedal. Ich muss natürlich jetzt den Spieltisch wieder zumachen, damit wir das Gleiche hinten sehen können. Also nochmal, freie Kombination, Register, zwei Manuale. Alles klar? So, hier auf dieser Seite genau das Gleiche nochmal von oben nach unten gesehen. Und jetzt musst du ein bisschen mich ignorieren und hier in den Spieltisch reinschauen. Und jetzt zeige ich mit dem Finger, was wir hier sehen. Also hier oben haben wir die drei Reihen von den Registern sozusagen. Also hier, man sieht es nicht ganz, aber da hinten durch sieht man doch diese weiße, das ist die Rückseite von den Registern selber, von den Wippen. Ne? Und dann hier die erste und da die zweite Reihe von den freien Kombinationen. Und die sind natürlich alle einzeln gelötet und gehen dann in diesen schönen Kabeln hier. Okay? Das sind nur die Register. Hier auf dieser Seite, ich weiß nicht, ob ich das mal gesagt habe, das sind drei Zungenregister, die man extra ausschalten kann, falls die so verstimmt sind. Man schaltet die einfach so aus und die sind für immer aus. Also das ist eine kleine so Außenseite. Und hier ist unser Voltmeter, zeigt, wie viel Volt der Orgel momentan hat. Monster Resistor da, naja, auch ganz schön. Und jetzt hier, man sieht natürlich nur das obere Manual sozusagen, das sind die Tasten. Das sind die einzelnen Tasten. So lang sind die eigentlich. Also hier ganz hinten und dann bis vorne durch. Und ich kann natürlich hier ein bisschen die Tasten sogar drücken. Und wenn ihr ganz genau hört, Moment, ganz leise. Ich hoffe, ihr hört das in meinem Mikrofon. Man hört dann die Kontakte. Und das sind natürlich pro Register, sind sozusagen einzelne Drähte. Und wenn die eingeschaltet sind, ist dann auch hier, ne, ein geschlossener Kreis und dann ist das richtige Signal oder wird der richtige Signal in die Orgel geschickt und die richtigen Pfeifen können dann sprechen. Wir gehen mal weiter runter und gucken das Ganze jetzt hier an. Vielleicht ist das nicht schlecht zu sehen von der anderen Seite. Das ist unser Schwellpedal, unser Schweller. Und man sieht, wie einfach das ist. Es ist einfach hier an einem kleinen, Rad sozusagen verbunden mit einem kleinen Zahnrad und dann machen wir auf und zu und das schickt dann das Signal. Auch alles, was mit so Technik zu tun hat, geht dann in diese große
roten Kabel und die grauen Kabel, die ihr auch hier seht. Jetzt müssen wir hier das alles gucken. Und das sind dann tatsächlich die einzelnen Tasten. Manual 1, Manual 2 und Pedal. Also die Tasten 1 bis, was haben wir da, 54. Guck mal hier übrigens, das sind noch 2 bis 56. Also oben in der Orgel sind tatsächlich 56 Pfeifen pro Register. Aber hier am Spieltisch sind nur 54 Tasten. Also ich glaube, die haben ein bisschen gespart hier in der Orgel. Die hätten tatsächlich die 2 Tasten bis nach G oben hinbauen können. Wisst ihr noch, letztes Mal, als wir in Marienhausen waren, habe ich gesagt, ich liebe diese Orgel, weil die Manuale nicht nur bis F, sondern bis zum G gehen. Also von den Pfeifen her und von der Elektronik her ginge diese Orgel bis G. Aber natürlich, ihr seht schon, das sind keine Verbindungen hier bei den letzten 2 Pins, weil es sind keine Tasten am Spieltisch. Wenn wir ein bisschen mehr Platz hätten, könnten wir das vielleicht nachrüsten. Ideen? Naja, so, und hier nicht nur die Tasten, sondern auch die Register zum Schalten. Das sind die ganzen Register von unser Hauptwerk. Das gleiche hier von dem zweiten. Ich will natürlich die Kabel nicht aus dem Weg ziehen, aber ihr seht das. Und das gleiche nochmal hier natürlich im Pedal und auch die ganzen Koppeln und so weiter. Was steht da? Station 1, Station 2. Was sind denn die Stationen? Und das finde ich auch nicht schlecht. Öl. Diese Orgel hat tatsächlich einen Ölanzeiger, wenn im Motor, also die ganze Windgebläse, wenn im Motor nicht genug Öl ist, leuchtet es hier und wir müssen ein bisschen nachfüllen. Genau wie im Auto. Ganz, ganz einfach eigentlich. Also nochmal, die 3 Registerteile, die 2 Manuale, natürlich Pedal, das ist das denn hier drüben in diesem Kasten, weil das ist alles ein bisschen grober sozusagen. Und dann die ganzen Verbindungen hier, die gehen in den großen grauen Kabel und die verschwinden dann in die Orgel selber. Das gucken wir uns jetzt an. So, jetzt sind wir wieder in der Orgel, im Orgelgehäuse sozusagen. Und ich wollte euch nochmal zeigen, wie das alles aussieht. So, wir fangen an unter diesen großen, dichten Kisten. Da ist natürlich unser Motor, wo der ganze Wind kontrolliert wird. Und das ist unser Ölanzeiger. Guck mal da rein. Sieht aus wie so Bremsflüssigkeit. Behälter im Auto. Das ist unser Ölanzeiger sozusagen. Hier, dass der Orgel richtig schön steht. Und hier die Luftfilter. Also im Prinzip wie ein Auto oder so. Und das mache ich jetzt wieder zu, damit das luftdicht bleibt. So, und hier in der Orgel, komm mal mit rein bitte. Komm mal mit rein. Da sieht man natürlich die ersten elektronischen Zeichen. Leuchte mal bitte. Also, das sind die ganzen Sicherungen für die Orgel. Also das sind nicht hier irgendwelche Basic-Sachen, das sind die ganzen Sicherungen für die Orgel. Und wenn man schön nach oben guckt, jetzt sieht man hier die ganzen elektrischen Verbindungen unter den Pfeifen selber. Hast du mitgemacht? Ja? Okay. Zeig nochmal bitte dahin. Also für jeden Ton, nicht für jede Pfeife, für jeden Ton ist hier so ein Elektromagnet und das schickt dann ein Signal hier in diesen Teil. Da können wir natürlich nicht aufmachen, weil das da drin passiert, diese pneumatische sozusagen. Und das bringt dann die Pfeifen zum Singen oder zum Sprechen. Hier im Schweller ist es ein leicht anderes System als im Hauptwerk. Deswegen gehen wir zunächst zum Hauptwerk rüber. Das sieht etwas interessanter aus. In einem früheren Video bin ich durch diese kleine Türchen hier geklettert. Es ist sehr eng. Meine Frau passt natürlich einfach so hier durch. Und ich bin jetzt gespannt, ob ich dünner oder dicker geworden bin seit damals. Keine Erinnerung. Ist genauso eng wie damals. Also, jetzt sind wir wieder im Hauptwerk. Und jetzt versuche ich euch das so einfach wie möglich zu erklären. Ihr seht, kommt mal bitte ein bisschen weiter rüber oder zeigt mal hier. Hier ist unser Kabel zum Hauptwerk vom Spieltisch. Und hier seht ihr jede Menge Bleiröhre. Und die natürlich, das sind Luftkanäle. Und die bringen Luft hier in der Windlade, um die Pfeifen, nicht unbedingt die Pfeifen mit Wind zu versorgen. Das kommt irgendwo anders her. Aber die bringen Luft da rein, damit die
mechanische, nicht mechanische, die pneumatische Traktur funktioniert. Was ist das denn für eine? Also, grob gesagt, passiert das jetzt so. Diese einzige Röhre hier bringen Luft in diese große Holzkasten hier. Und auf dieser Kasten sitzen dann die Register vom Hauptwerk. Und jetzt, wenn du hier reinguckst, guck mal da rein, ich glaube, ja, wunderbar. Seht ihr hier, ne? Hier sind die einzelnen Register. Hier ist unser Prinzipal, Vierfuß. Hier ist eine Flöte. Hier ist noch eine, was ist das? Noch eine, was ist das? Doch, Vierfuß. Flöte, Zweifuß und so weiter und so weiter. Hier ist unsere Mixtur und so weiter und so fort. Ach, das ist der Quintadena, das ist diese komische, komische so Halbstreicherklang. Okay, und unter jeder Pfeife ist ein kleines so pneumatisches Ventil und das wird hiermit gesteuert. Und wenn ich, wenn ich eine Taste drücke am Spieltisch, dann werden hier diese Elektromagnete gesteuert, okay? Und wenn alles eingeschaltet ist, kommt Luft, weil das alles mit Luft gefuttert ist sozusagen, kommt Luft in die Pfeife spricht. Wenn eins davon nicht eingeschaltet ist, dann passiert gar nichts. Das heißt, wenn ich alle Register eingeschaltet habe und spiele, ist es nicht schwerer, auch wenn das eine mechanische Orgel wäre, wäre es nicht schwerer zu spielen als in einer normale alte Orgel, wo es pro Taste kontrolliert wird. Hier ist es sozusagen pro Pfeife kontrolliert. Ja? Die ganze pneumatische Verbindungen kontrollieren die Pfeifen und nicht die Tasten. Die Tasten werden von den Elektromagneten kontrolliert und die Pfeifen werden von diesen Bleiröhren gefuttert, sozusagen. Versteht man das? Das ist ein Kegelladensystem und das ist eine Erfindung aus der Zeit der romantischen Orgelbau. Ohne das Ganze auseinanderzunehmen, kann ich euch das nicht zeigen. Ich versuche vielleicht ein paar Bilder im Internet zu finden, um das ein bisschen zu zeigen. Es ist sehr kompliziert, aber es ist auch sehr schön und funktioniert einwandfrei. Es ist, macht es auch sehr leicht zu spielen. Okay, mittlerweile ist es natürlich sehr leicht zu spielen, weil das eine elektropneumatische Verbindung ist. Aber damals, wo es nur pneumatisch war, auch der Spieltisch könnte pneumatisch sein. Das heißt, statt die elektronischen Verbindungen mit den ganzen Kabeln, wäre da hier auch diese ganze Bleiröhre auch zum Spieltisch und zu den Tasten. Und dann funktioniert das Ganze über Pneumatik. Hat funktioniert. Funktioniert immer noch in verschiedenen Orgeln und ich bin eigentlich ein Fan davon. Aber dafür muss man auch die richtige Musik haben. Man kann keine komplizierte, moderne oder filigrane Barockmusik gut spielen auf alten pneumatischen Orgeln. Oh, ich hoffe, ihr habt das verstanden. Das war vielleicht ein bisschen viel. Guckt meine Frau an, hast du es verstanden jetzt? Okay, aber die Orgel-Nerds unter uns, wir werden es verstehen. So, jetzt werde ich wieder rausgehen und versuchen, das Ganze nochmal auf Englisch zu erklären. Wo wir jetzt noch drin, hier drin sind, kann ich euch das ein bisschen besser zeigen. Weil es geht jetzt um die Unabhängigkeit von den Pfeifen zu den Registern am Spieltisch selber. Man kann hier die Pfeifen platzieren, wie man will eigentlich, weil das ist alles kontrolliert durch die Bleiverbindungen und so. Das ist aber nur ein paar Register von unserem Hauptwerk. Und ihr seht, hier ist die eine Seite, Cis-Seite. Und wenn du vielleicht umdrehst, da ist die C-Seite. Und jetzt nochmal zurück, bitte. Und wir haben, das ist nur die eine Etage vom Hauptwerk. Wenn ihr jetzt nach oben guckt, da seht ihr natürlich nicht viel, aber ihr seht schon ein bisschen was. Vielleicht könnt ihr hier durchsehen. Ich weiß nicht, ob das ein Bild kommt. Hier sind die einzelnen Ventile, die Kegelventile für die einzelnen Pfeifen sozusagen. Da. Und da oben sind auch ein paar Register. Da ist zum Beispiel die Trompete. Und hier natürlich sind auch die Bleiverbindungen, die die ganze Luft zu den Kegelladen hier bringen. Also es ist eigentlich ein ganz cleveres System und dadurch kann man natürlich Orgeln hin und her bauen. Da draußen nach vorne, das ist der Prinzipal 8 Fuß und das ist auch nicht chromatisch angeordnet. Das heißt, es sind auch Kegel unter den Pfeifen da, um das zu kontrollieren. Man kann die Pfeifen irgendwie platzieren, wie man will.
Ihr hört schon die Glocken für die Messe. Also ich wollte euch eigentlich auch die zweite Etage zeigen, wo die Trompete ist, weil da sind die Pfeifen gar nicht chromatisch angeordnet, auch nicht pro Seite, die sind total durcheinander angeordnet. Und das ist natürlich auch ein Vorteil von diesem Kegelsystem. Man kann die Bleiverbindungen so anordnen, wie man will. Und das ist relativ egal, welche Pfeife in welcher Position ist. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Nachteil, wie gesagt, ist, wenn irgendwas auf einer Seite kaputt ist, muss man quasi das Ganze aus dem Weg räumen, um an diesen einen kleinen Ventil zu kommen. Wenn man hier denkt, also stell mal vor, irgendwas in diesem einen kleinen Ventil hier oder hier kaputt wäre, dann muss das Ganze aus dem Weg, um das zu reparieren. Also Orgelbauer ist manchmal ein bisschen komplizierter, als man vielleicht denkt. So, ihr hört schon, die Messe läutet und wir müssen jetzt die Messe spielen. Ich glaube, unser kleines Stück machen wir schnell nach der Messe. Bis gleich. So, die Messe ist vorbei. Ich habe auch während der Messe einige Stücke aufgenommen. Ich gucke mir das gleich da zu Hause an und gucke mal, ob ich das da irgendwie einschneiden kann. Aber nichtsdestotrotz spielen wir so ein kleines Stücklein jetzt zum Schluss. Und wie gesagt, Fehler in der Orgel haben wir keine neue gefunden, das ist schon mal gut, aber ich notiere das jetzt alles für den Orgelbauer. Er ist auch in den nächsten Wochen hier und dann haben wir hoffentlich bald eine 100% funktionierende Orgel. Danke fürs Zuschauen, es war sehr technisch heute, ich hoffe, das hat nicht gestört, aber viele Fragen danach und viele wollen das. Danke wie immer für die Sponsoren unseres Kanals, also unten findet ihr die Links zu unser Patreon und Steady und natürlich PayPal.me Links und wir freuen uns über jede Spende, egal wie klein oder groß. Danke, danke und ja, wir sehen uns wieder am Donnerstag. Wir sind jetzt am Wochenende unterwegs in Duisburg. Da präsentiere ich eine Orgel, wo ich auch demnächst auch ein Konzert spielen werde. Und mehr dazu natürlich in dem nächsten Video. Das nehmen wir dann auf und ich glaube, Donnerstag haben wir das dann online. Und dann sind wir endlich wieder in unserem wöchentlichen Rhythmus vor dem Wochenende. Also, danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss, tschüss. Thank you.